Jojo Leute, willkommen, wie geht's euch? Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ein Gameplay-Commentary mal wieder. Und in dem Video möchte ich was an klarstellen. Zu dem letzten Video, was ich gemacht habe. Und wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen leiser rede. Es ist nämlich schon ein bisschen spät nachts und ich möchte nicht alle wecken. Und ja, im Hintergrund sehen wir ein sickes Gameplay von dem lieben Prunetic. Sein Kanal wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und ja, das ist eine Ska-Ha, nicht Ska-Ha, Ska-H-Mob. So dasselbe H. Egal, das ist ein Ska-Mob einfach. Auf der Map Dome. Modus weiß ich gerade nicht, ich glaube TDM. Aber es ist auch irrelevant. Also, ich wollte erstmal klarstellen, dass ich im BO2 nicht hacke. Das war einfach nur in einer Private Lobby, ein bisschen Fun. Denn ich will es nicht riskieren, erstens gebannt zu werden. Und ja, ich finde Hacken ziemlich nubig. Und wie ihr gesehen habt, haben wir halt nur den Super Jump angemacht, Speed Hack. Ich hatte auch ein bisschen Aimbot an, aber wegen den Bots halt wollte mal gucken, wie das Feeling so ist. Aber ich würde niemals online hacken. Erstens. Und zweitens haben auch manche, also eine Person hat in die Kommentare geschrieben, dass ich hier ein Tutorial machen soll, wie man den Hack installiert oder Mod. Das war eher gesagt ein Mod. Und dazu würde ich auch nein, also natürlich sage ich dazu nein, denn das ist auch ein bisschen blöd, wenn ich es euch zeige, wie man einen Mod installiert. Dann hackt doch jeder noch im Multiplayer. Und ja, dann noch hat dieselbe Person mich gefragt, ob ich mal eine Open Lobby aufmache. Wenn genug Leute wollen, dass ich eine Open Lobby aufmache, dann kann ich von mir aus gerne eine Open Lobby aufmachen. Dann können alle rein, dann können wir ein bisschen Spaß haben, sag ich mal, mit dem Mod. Ja, also ich hätte gar kein Problem dagegen. Ja, meldet euch einfach an mich. Mein Steam-Name ist ja in der Beschreibung verlinkt oder beschrieben, sag ich mal. Und ja, drittens jetzt, die Namenswiederherstellung, das heißt Brazil Nation, werden wir uns wieder nennen. Ich finde COC nicht mehr interessant, also Clash of Clans. Und deswegen werde ich davon nicht mehr so viel Content bringen und werde mich jetzt weiter auf Call of Duty konzentrieren. Advanced Warfare werde ich mir zuerst nicht holen. Ich weiß nicht, ob ich es mir direkt hole, denn ich finde Call of Duty ist nicht mehr dasselbe wie früher. Und bevor der ganze Hate wieder hier kommt, dann lasse ich es lieber weiter darüber zu schimpfen, denn ich weiß nicht, wie das Game wird. Und ja. Dann BO2 wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Ich zocke nämlich jetzt wieder öfters mit meinem alten Clan. Bockt wieder richtig. Und falls der Leader wieder einen Livestream macht, dann sage ich euch Bescheid. Denn der ist richtig cool, der Livestream, den er immer macht. Er streamt richtig oft. Das ist ja der Prunetic von dem Gameplay, das jetzt auch hier verlinkt ist, gezeigt wird. Und ja. Gut, Leute, das war's dann von mir erstmal. Ich hoffe, das kurze, aber sicke, ja, total sick, das kurze Gameplay-Contrary hat euch gefallen. Lasst auch ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Killing off a wax who wanna take another dab.